Es gibt einfach, denke ich, Ähnlichkeiten im Sinne von einer Qualität, eine Leidenschaft für ein gutes Produkt oder eine gute ästhetische Erfahrung, ob das nun die Hülle des Körpers ist oder die Verhüllung halt eines Hauses. Da sind ja auch sehr starke Ähnlichkeiten. Bei beiden Marken, also bei Dressler und bei uns, glaube ich, steht ganz klar der Mensch natürlich im Mittelpunkt. Für eine Bekleidung ist das eigentlich natürlich verständlicher und logischer, aber dann meinen wir natürlich nicht nur, wir verkleiden oder kleiden einen Menschen ein, sondern wir achten auf ihn, wir hören ihm zu. Diese Selbstverständlichkeit, mit der sich die Anzüge von Eduard Rettler tragen, das ist schon bemerkenswert. Und auch an den Details zu sehen, also wenn man so während des Schuhs ja länger Zeit hat und dann am Anzug mal in die Details schaut, wie das Revier wirklich genäht ist, wie es abgesteckt ist, wie hier die Übergänge von einem Stoff zum nächsten sind, das ist schon hervorragendes Handwerkskönnen auch und das ist begeistert. Aber da kann man schon, glaube ich, auch für die Architektur noch mal ein bisschen was lernen, wie man so fügt und verbindet, das ist schon sehr spannend. Zitat von Kurt Tucholsky, was wir häufig zitieren, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Darum geht es eigentlich, Dinge kennenzulernen, offen zu bleiben. Deswegen, es gibt Vorlieben, es gibt Phasen, glaube ich, in der Arbeit von Graft, aber es gibt nicht einen Stil. Es gibt eher Wertvorstellungen, glaube ich, die einen begleiten. Es gibt Leitplanken, die man sich aufmacht, was man in einem Gestus, aber auch in einem Habitus nicht tun sollte oder wonach man streben sollte. Natürlich ist für Mode Schönheit ein Kernbegriff. In der Architektur ist er das auch, von vielen leider sehr stiefmütterlich behandelt, weil er extrem schwierig ist, weil er subjektiv ist. Aber Neugierde, Ambivalenzen, das alles lässt sich in Schönheit wiederfinden. Wenn man neugierig ist, wird man darauf stoßen. Mhm. Interessant wird es dann, wenn man in die Nähe kommt und dann feststellt, dass dieser Stoff ganz anders ist, dass er changiert im Licht, je nach Lichteinfall, dass er eigentlich gemustert ist, was man vorher gar nicht so gesehen hat. Also Interesse weckt durch mehr Lesbarkeiten eigentlich, die aber was mit Nähe zu tun haben, beziehungsweise Fernwirkung. Also, interessanterweise treffen sich da schon viele Welten und ich würde es als Schönheit subsumieren, etwas, was uns umtreibt.